Danke, Joachim, danke, danke. Würdest du es heute nochmal machen? Niemals. 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 Fick und fertig oder fertig richtig? Fick und fertig. Willkommen zum Cocktail der guten Laune. In dieser Woche trifft Mai Tai auf Cuba Libre. Wir haben nämlich Jorge González hier und ich warte so lange und er ist endlich da. Hola, Chica. Hola, Chica. Hola, Chica nach Hause. Wie geht's? Gut? Gut, und dir? Really? Du siehst total gut aus. Guck mal an, ich habe ein Gramm Fett und nicht. Na, ich arbeite dran. Ja, ich muss sehen, du bist immer zu Hause mit diesen Dingen, ne? Ja, natürlich. Ja, ich hasse eigentlich laufen. Pass auf, es geht schon los. Oh, yeah. Chantal steuert alles, du darfst nichts machen. Go with the flow. I go. Ich freue mich wirklich sehr und habe den ganzen Tag schon ein Lächeln auf dem Gesicht, weil ich habe ja schon gesagt, ich warte ein Jahr, dass dieser Superstar endlich mal zu mir kommt und jetzt ist er da. Freue mich echt sehr, danke dir. Sehr gerne. Wir machen jetzt ein bisschen Speed-Dating. Ja. Hast du schon mal gemacht? Nein. Nein? Date nie. Du datest nicht? Nee. Okay, dann ist es das erste Mal. Ja. Also, pass auf, je schneller du antwortest, desto schneller sind wir fertig. Aha. Wie lautet dein vollständiger Name? Jorge Alex González Madrid Alvaro Ravila. Was gibt dir Energie, wenn die Akkus leer sind? Wenn die Kinder lachen. Oh, wie viele Paar Schuhe nimmst du auf Reisen mit? Oh, das kommt manchmal 20, manchmal. Wirklich jetzt? Ja. Willkommen! Für jeden Outfit brauche ich ein paar Schuhe, ein High Heels, ich brauche Flachschuhe, ich brauche High Heels, Chica. Ich brauche alles. Welches ist das schönste deutsche Wort? Du Arschloch. Das braucht man auch oft. Was trägst du beim Schlafen? Nichts. Echt? Schläfst du nackt? Ja, nackt, frei. Ich glaube, das kann man auch nur als Mann, weil als Frau läuft ja alles aus, aber gut. Ja, was denn? Entschuldigung, too much information. Worin bist du für einen Kubaner echt schlecht? Für einen Kubaner sehr schlecht ist, ich bin sehr pünktlich. Ach, ihr seid sonst unpünktlich? Kuba, wenn du treffst einen Kubaner und du willst um 4 Nachmittag treffen, bitte sag ihn um 11. So schlimm. Vormittag. Oh. Ja. Und dann er kommt um 6 Uhr abends. Aber er kommt wenigstens. Er kommt wenigstens. Er kommt. Ja. Was ist deine Lieblingsfernsehsendung? Das war immer hinter der Show, hinter ja, bevor die Show losging. Ach, das ist schön. Oh, ich krieg Gänsehaut. Ja, du musst nur kommen. Ja, special. So gut. Oh, oh, die Salsa von dir. Vergiss es nie. Ey, das war das größte Kompliment, wo du gesagt hast, so Salsa war geil und ich so. Ja. Danke. Ja. War schön. Welches ist das süßeste Tier auf der Welt? Mein Willy. Wer das ist mein Hund. Was für eine Rasse? Das ist ein Ratonero Mallorquin. Ah. Ratonero Mallorquin, ist schon 14 Jahre alt. Ja. Und ich habe ihn gerettet, oder wir haben ihn gerettet aus Mallorca. Mhm. Haben wir, eine Freundin von mir hat ihn gefunden, mit 3 Wochen total verblutet, in einem Schuhkarton. Na, ja. Das kann ich nicht hören, aber ihm geht's gut. Oh, sehr gut. Ist schon 14 Jahre. Ist eine total Siki. Diva. Diva. Eine Diva. Eine Warum Diva. Denn? Was ist dein geheimes Supertalent? Selbstironie. Lachen. Lachen. Ich lache immer über mich selbst. Ja? Und das ist für mich etwas, das ist, ich finde mich nicht schade vor nichts, weißt du? Ja, das stimmt. Egal was. Und das ist sehr wichtig zu überleben. Das stimmt. Ja. Allerdings. Für welches Wissensgebiet bist du der perfekte Telefonjoker? Also wen rufe ich an? Chica. Wenn ich was nicht weiß. Chica, ich rufe mich an. Oh, bei dem Gebiet. Oh, okay. Hey, Vanessa, hast du deinen Kopf? Ich habe noch nicht gesagt. Mein Gott. Ich habe noch nicht gesagt. Zu kochen, ruf mich an. Woran erkennt man, dass du genervt bist? Ups. In meinem Blick. Wie ist der? Mach da rein. Das war Speed-Dating. Ja. Yeah. Speed-Dating vorbei, Runde 1. Ich habe auch für dich einen schönen Laufhintergrund. Aha. Extra für dich. Und, was ist dort? Was erwartet mir von mich dort? Du bleibst da, du bleibst da. Ah, ich bleibe hier. Ja. Ich enthülle ihn feierlich. Pass auf. 1, 2, 3 und ich liebe ihn. Oh, was Hotel ist das? Trinidad. Was ist Cuba. Das? Yes. Das ist Hotel in Trinidad. Das ist von mir seine Stunde. Ja. Ich habe meine Kindheit immer durchgebracht. Ja. In Trinidad. Meine Familie, immer wir sind dahin gegangen. Ja. Das ist so eine sehr schöne, oh, sehr ruhig. Und nicht weit ist
der Treppe von Trinidad, wo viele Touristen gehen, haben immer ganze kubanische Musik mit den Kubanern. Ist das so? Ja, ist so. Ja? Ja. Oh. Und das ist wirklich ganz toll. Ist eine Trinidad, das war auch damals, als Colón, Cristóbal Colón, hat Kuba entdeckt, war dort in dieser Stadt, Trinidad. Voll schön. Ja, so. Das ist Kuba der Farbe. Oh. Natürlich, das sieht heutzutage nicht so aus. Nein. Ja, das gut. Ist Post-Production. Ja. Umso krasser, dass du mit 17 in Richtung Osteuropa bist. Ja. Und das war echt mutig von dir. Wie schwer fiel dir das, von da nach Osteuropa zu gehen? Überhaupt nicht. Nein? Das war für mich keine Ahnung. Los geht's. Für mich, das war wieder junge Leute hier. Oh mein Gott, erst einmal in New York. Okay. Weißt du, für mich war, oh, endlich, Osteuropa. Europa, endlich. Ja, ich bin gekommen nach Prag damals. Mhm. Das war 85. 85, ich war gerade 17 Jahre alt, ich bin dahin gegangen zu studieren, aber ich bin dahin gekommen, das war so ein geiles Gefühl. Aber Freiheit, weißt du, für mich, das war Freiheit, ich bin in Europa, die Kultur, alles ganz anders, ich war überglücklich. Aber wie hast du da Kontakt gehalten zu deiner Familie? Meine Familie? Ja. Ja, am Anfang habe ich Kontakt gehabt, analog. Aber wie? Telefon, ja, okay. An Briefe. Hast du Briefe Tauben, geschrieben? An Briefe. Tauben. Briefe, ja. Tauben. Das kennen wir heute nicht mehr. Ding, Handy, am FaceTime. Nein, gibt's alles nicht mehr. Briefe und ein Telefon. Ja. Ja, und das war eine sehr schöne Zeit, weil meine Familie war sehr stolz, dass ich habe diese Student Plus bekommen. Für Radioökologie? Atomnuklearökologie. Aber wie kam es dann zu diesem Gebiet? Warum hast du das studiert? Ich wollte nach Europa. Aber warum hast du das studiert? War mir egal, war egal oder was? Aber das ist immer schwer. Aber für mich war wichtig, nach Tschechoslowakei zu gehen. Verrückt. So, ich habe so einen Zettel gekriegt, ich habe nur geguckt, wo ist Tschechoslowakei, wo ist Tschechoslowakei. Oh, und war ein Industrialingenieur, Mechanik. Ich sage, nö, ich Mechaniker. Ich nicht gut für den Nägel. Wow. Und danach habe ich gelesen, Atomnuklearökologie. Keiner wusste, was ist das. Du auch nicht? Nein, ich habe danach gelesen, hast du tun mit Mathematik, Physik, Biologie, Chemistry, Physik, alles diese Sachen. Ich sage, okay. Passt. Ab nach Tschechoslowakei. Wow, krass. So war das. Was hat dich dann nach dem Studium nach Deutschland geführt? Was war der Grund? Ah, nee, der Grund war, ich war in der Tschechoslowakei, habe ich schon meine Firma gegründet. Mir war ganz gut. Aber 1993 war eine komplette Veränderung in der damals Tschechoslowenska Neue Republik. Hm. Waren viele Veränderungen. Hm. Und ich war 22, 23 und ich wollte etwas anderes. Mhm. Ich wollte die Welt sehen, diese Kapitalismus, Imperialismus. Und habe angefangen zu reisen. Mhm. Und damals kennte ich jemanden aus Deutschland, habe mich verliebt. Und ich habe gesagt, ich gehe dort, wo sind die großen blonden Männer. Wieder hingegangen. Wo sind die großen blonden Männer? Wieder hingegangen mit den damals und habe ich gemerkt, dass hier die Leute waren ganz anders als ich bin. Ne? Ja. Und dass die Mentalität war ganz andere, alles quadratisch, Punkte, links, Köcherre, du musst pünktlich sein. Gute Sache, das habe ich gelernt. Okay, weil, ja gut. Weißt du, als Kubaner... Wenn man es so sieht, ist es positiv, aber total. Dieses Scheuklappendenken ist nicht immer schön. Nicht der Denken, aber der Struktur. Ich habe der Struktur. Ja. Diese Fleißigkeit, Pünktlichkeit, Arbeit, fokussiert zu sein. Ja. Und ich habe gesagt, für mich das ist super, weil ich gehe nach Spanien, ich will genau Kuba. So. Ich will Kuba, nur mit mehr Essen, aber das Gleiche. Bin gelandet in Hamburg, wo es kalt ist, sehr silber. Da wohnst du auch immer noch, ne? Ich wohne immer in Hamburg, ich bin treue Hamburger Jung. Bleibst du auch da, Hamburg bleibt. Bis jetzt, ja, ich liebe die Stadt und die Leute dort sind sehr zurückhaltend, aber wenn die offen dir die Tour, bleiben für immer. Und das ist, was ich liebe in dieser norddeutschen Mentalität. Schön. So, ich bin fast ein Hamburger. Ja. Du hast eine eigene Sportkollektion, du trägst sie auch gerade. Werbung, sie ist sehr geil. Eigentlich hätte ich gerne was davon. Vielleicht kannst du es mir zuschicken in Größe S. Warte mal, hier, willst du das? Größe S. Möchte S haben. Was denkst du, ich trage? Das ist die Damenkollektion. Ja, ist schön, aber es ist schön. Wenn es einer tragen kann, dann. Das Einzige, was mir Dame ist, die Schuhe. Die Schuhe, das ist auch gehorsam, meine Verona Villa. Das kommt. Wie, du hast auch eine Schuhkollektion? In der Mache.
Das ist die Sportkollektion. Ah, okay. Auch die Schuhe gehören dazu. Okay. Was wir machen, alle Schuhe, Accessoires, natürlich alles, was du brauchst für den Sport. Ja, gib her. Finde ich gut. Gibt es irgendwas, über was du sprechen kannst, was du noch machst? Naja, ich bin sehr froh, dass in diesem Jahr anfange ich mit Let's Dance in der Slowakei. Nein! Ja! Oh, geil! Ich bin ganz fresh, jetzt bald! Oh, wie geil! Jetzt bald gehe ich in Slowakei, das bedeutet, danach so viele Jahre, über 30 Jahre komme ich zurück. Wow. Ich werde Juror dort sein. Und du machst Let's Dance hier fertig und dann kommt ja, die Freitag Staffel in hier, an Sonntag, nee, Freitag hier live, Sonntag dort live. Okay, so. Wow. Working! Work, bitch. You gotta work, bitch. Community-Frage gibt's noch von euch da draußen. Welche deutsche Eigenschaft verstehst du bis heute nicht? Neid. Das ist einfach Fakt. Ja. Es ist, warum ist das so? Es ist, ich glaube, uns geht so gut. So verstreut. Hm? Ich glaube, das ist so geprägt in der Muttermilch von vielen Leuten, ja, dass ich sage, das ist die falsche Muttermilch. Diese Neid, ich sage immer den Leuten, freu dich vor den anderen, zelebriere den anderen. Weil du kannst glücklich nur sein, wenn du zelebrierst das, was du hast. Ja. Und wenn du guckst dir in den Spiegel und du machst dir, wie du bist, wenn du magst dein Zuhause, deine Leute, dein Essen, dein Post, dein Bett, dein Wasser, sei zufrieden mit dem, was du hast, dann kannst du wirklich zufrieden sein. Das kostet nicht der andere. Mir ist es egal, der andere. Ja. Sowieso kann ich nicht haben, weißt du? Ja. Oder vielleicht kann ich es haben und ich arbeite wollte, weißt dafür. Du? Ich wollte Angelina Jolie toten, weil ich wollte Brad Pitt. Also, sowieso sind die zusammen, ich habe ihn nicht gekriegt. So, warum sollte sie neidisch sein jetzt? Ne? Also bist du doch neidisch, Angelina Jolie. Nein, ich finde es toll. Ich sage, bitch, you got him. You got him. Spielst du gerne Spiele, Joche? Antworte nicht, sag nur ganz laut ja. Ja! Ja. Ganz laut. Ja. Ja! Ja! Sehr gut, wir spielen jetzt Double Time. Aha. Das bedeutet, dass es wird ganz schnell, also nicht ganz schnell, aber so ein bisschen schneller. Aha. Und wir spielen Promi Face Swap. Okay. Kennst du Face Swap? Ja, okay. Wenn zwei Gesichter zusammen gemixt werden, genau, das spielen wo gucken wir jetzt? Da. Da, okay. Johnny bringt schon oh mein Gott. Bist du gut in dieser Sache? Nein. Wir spielen zusammen. Ja, wir spielen gegeneinander. Oh. Und wenn du den passenden Gossip dazu hast zu den Promis, dann her damit. Okay. Und du hast einen Buzzer, da kannst du draufdrücken, da, wenn du was weißt. Ja. Ja, okay. Okay. Runde 1. Okay. Ah, Malte Kelly. Und Joachim Lambi. Oh, wow. Joachim Lambi, Malte Kelly. Das ist aber eine ganz schöne Mischung, du. Ja, yeah, mein Gott. Erzähl. Ja, gut, Joachim. Ja, Joachim. Ah, Joachim. Sag mal. Joachim. Was hast du zu sagen über Joachim? Joachim ist ja charmant. Alle die Tänzer freuen sich immer vor seinen Kommentaren. Aber wenn er gibt den Punkt, alle die Leute, danke, Joachim, danke, danke, danke. Und Martha? An die Kelly. Ja, die ist weit gekommen. Hat die hat gewonnen. Sie hat gewonnen. Ja, klar, mit Christian, ne? Super, 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 super. War super. Mega, ja. Next one. Heidenai, das ist spooky. Sehr häufig Vivian Westwood. Ah, das ist schon unser Bundeskanzler. Vivian Westwood. An Vivian Westwood, ist das? Okay, erzähl. Ja, Vivian Westwood habe ich mit ihr auch gearbeitet. Ach ja. Und ich bewundere diese Designerin. Sie war hier in Deutschland eine Lehrerin in Berlin. Ach was. Und dann wir haben uns getroffen, das erste Mal, als sie präsentiert ihr Buch hier in Düsseldorf. Ach. Nee, aber eine hochintellektuelle Punk. Revolutionärin der Mode. Voll. Ja. Starke Frau. So, was ist das denn? Oh, das ist nur die Moderatorin, Tijan. Chanel, wer trägt denn Chanel? Wow. Der ist. Der. Warte mal. Der. Ah, ist es nicht die. Das ist doch nicht die Geißen, oder? Na doch! Carmencita! Was? Hirschhausen, ja, wir waren letztes Mal zusammen gewonnen! Haha, stimmt! Ja. Wir haben uns gefreut, wie kleine Kinder. Das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Warum? Weil wir haben gewonnen, aber mein Vater ist gestorben. Oh, was nein. Ja. Das war. Oh mein Gott. Das war dieser Donnerstag. Ich erinnere mich sehr gut, dass sie waren. Wow. Wir waren in guter Drive, man ich war überglücklich. Der Rest, ich habe nur gepokert. Und alle haben gesessen. Der Rest, dieses Mal. Und dann habe ich angerufen nach Kuba. Und mein Bruder hat mir gesagt: Ja, alles gut.
Ich habe in der Pause organisiert einen Rollstuhl von meinem Vater, habe in Miami angerufen, dass die bringen nach Kuba und so. Und mein Vater, mein Bruder hat gesagt, Papa hat gegessen, und geht schlafen. Ich habe das Telefon ausgemacht. Und als ich habe das Telefon nach der Show, deshalb bin ich weggelaufen, weil ich konnte nicht atmen. Das war für mich, ja. Schwer natürlich, klar. Deshalb ich vergesse diese Show in Hildeshausen nicht. Und zu der guten anderen Sache auch Carmen. Sie liebt meinen Vater, weil ich habe gedreht mit Carmen und ihre Tochter, ein Mann auf Kuba, mit meinem Vater. Ja, ja. Props gehen raus an Familie Geist. Ich habe die auch mal getroffen, da habe ich, weiß ich noch, sorry, es gibt ein bisschen länger, ich habe den InTouch Award gewonnen. Ich auch? Ah, war mein erster Award, den ich hier gewonnen habe. Habe ich voll gefreut. Und dann waren die auch da und keiner wollte was von mir wissen. Man kannte mich noch nicht. Und keiner wollte was von mir wissen und die waren die Einzigen, die herkamen und oh, wir finden dich so toll und Glückwunsch. Und die waren so süß, wirklich. Die sind ganz total normale, süß, ja. Ganz nette Menschen. Hi, Danai, was ist denn das für eine Mischung? Ah, ist es Fernanda? Nee, nee, aber diese Trube. Ah, Rosi! Rosi Antonia, wer ist diese Frau? Ach Gott, Camila Cabello. Oh. Camila. Habana, hola, Habana. Ah, ist das, ne? Der Song, ja? Ja, Kubaner, ne? Sie ist Kubanerin. Das spürt man auch. Kubanerin. Feuer. Ja. Yeah. Okay, wir haben jetzt gespielt und jetzt spielen wir weiter. Ja. Und zwar haben wir erfrischende Fragen, heißt das. Oh, okay. Was soll ich sagen? Es klingt sehr nett, ist es aber nicht und es liegt an diesen ganz ekligen Shots, die Janine dir jetzt Dafür Leute, bei mir schmeckt das nie, ich spucke das dahin. Nein! Dann bist du disqualifiziert, das gilt nicht. Ah, okay. Die Frage ist auch nicht, was drin ist, sondern ob die Shots drin bleiben, weil es ist wirklich... Aber ich weiß nicht, vielleicht magst du es, keine Ahnung, mal gucken. Das Spiel ist Never... Nee, das ist Happy Pipi. Ja, das schmeckt auch wie Pipi. Never Have I Ever, kennst du das Spiel? Never Have I Ever? Ja, und oh, du sprichst es noch schön aus als ich. Never, not ever, not ever, not in my life. Okay. Nein, hau ich nicht. Ah, komm, das ist Ansichtssache. Nein, Baby. Wirklich nein, nicht? Nein, never, niemals. Ever. So, trink zwei. Never, warum? Ever. Hab ich einen? Vielleicht bei Let's Dance. Wenn ich mal ein Kostüm hatte. Oh ja, meine Kennenlernshow. Mein erstes Outfit war so schlimm. Sorry, Katja, ich liebe dich. Aber dieses Outfit, das kannte ich nämlich noch nicht. Oh Gott, da hat Christian zu mir gesagt, boah, da können wir aber echt dran arbeiten. Das sah richtig scheiße aus. Sag ich, danke. Richtig schlimm. Naja, gut, alles klar. Blah. Und, schmeckt? Salut! Rote Beete. Oh, ich liebe rote Beete. Wie ein Experiment versagt. Ich wollte aussehen wie meine Schwiegermutter. Nein. Und rote Haare. Tut mir leid. Nein. Nein. Kein Experiment. Ich bin da. Vor dieser Beauty-Geschichte Haare bin ich sofort sehr vorsichtig. Und jetzt, was ich mache mit diesen Haaren? Ich weiß das nicht. Du hast jeden Freitag ein Experiment auf dem Kopf, Mensch. Ja, aber gutes. Ja, das stimmt. Aber die Haare, guck mal noch, sind da. Aber ich kriege noch neue Haare hier, weißt du? Das ist so, siehst du das? Bei mir auch, siehst du das? Ja, neue Haare. Mhm, ja. Gut. Ja, Baby, aber du bist 40 Jahre jünger als ich. Na, schön, du bist 40. Ich kriege noch Haare. Das ist schön. Über alles. Aber du bist ja auch vital und sportlich und isst gut. Da weißt du warum? Weil ich trinke. Rote Beete. Viel rote Beete. Na dann, schön, schön. Mm. Oh, Willa. Bin ich lecker. Guck hier. Ich war nie an der Uni. Oh, ja, leider. Ich war nie leider an der Uni. Ich habe... Mach das nicht, Kinder. Zu viele. Ich habe du hast ja trotzdem Muss ich wie viele trinken? Na. Vor jeder eine, so na. Viel mehr. Nur ein. Aber du hast es ja trotzdem geschafft, ist der Unterschied. Mit Tomate etwas so. Ah, das oder magst Ketchup. Du nicht. Oder was? Was ist das da drin? Tabasco. Ah, ja. Aber der ist nicht so scharf. Nee? Und vielleicht hat Chantal sie vertauscht, danke. Der ist nicht so scharf. Google-Bewertung. Für meine Mama. Gilt eine Google-Bewertung? Doch, habe ich geschrieben. Positive. Ja, ein positiver. Friseurbesuch, hat sie endlich mal schöne Haare gehabt, habe ich gleich mal geschrieben, danke. Mm. Ja. Hm? Das ist Sauerkraut. Und nee, ist Ingwer. Meine ist. Okay, ich habe die andere. Was hast du geschrieben? Ich habe. Aber nicht für dein eigenes Produkt. Nee. Das war nicht für mich, das war. Vor ein Hotel. Ah. Meine erste
Google-Bewertung. Und das, weißt du, das, was du schreibst. Und war gut oder nicht gut? Ja, super. Ah, ja. Das war sehr gut, sehr freundlich. Die Leute haben das geschrieben. Schön. Never, baby. Individualist. I buy what I like it. To be me. Ah, you too? You see? Yeah? Ja, die George Gina und Lucy Tasche schon wieder, Mann. Ah. Als ich 20 war. Ich hasse das. Ja, das stimmt auch. Ich hasse Gruppierung, ich hasse Uniform, ich hasse Straße. Ja. Und ich sehe jemanden, was ist selten passiert. Nur mit etwas, was ich habe, gehe ich nach Hause, sehe mich um. No way. Ja, aber es ist gut. Aber ich finde, heutzutage kann man sich mehr... mittlerweile geht alles. Mode geht alles. Ja, nee, Mode... Ist besser geworden. Mode gibt's nicht. Mhm. Mode gibt's nicht. Mode, du machst die Mode. Mhm. Deshalb ich sage, niemals diese Gruppierung, ich will gehören zu denen. Nein, sei du. Ja. Mach dein Ding. Ja. Weißt du? Ja. Und wer will das nicht, wer mag das nicht, guck mir nicht an. Ja, richtig. Guck Vanessa, fertig. Was? Ich bin aber doch nicht Mainstream, Mann. Oh Mann, das disst mich voll. Hast du? Welche trinke hier? Oh, am Weg. Wirklich? Ja. Warum? Oh, jetzt trink, aber dann raus damit. Warum denn? Du bist doch so brav. Bah. Sag mal, warum? Das ist diese Krautscheiße. Ja, Sauerkraut. Boah. Richtig deutsch. Die Kraut. Die Sauerkraut. Sag aber mal. Ist ja gesund, weißt du das? Ich weiß, ich mag auch Sauerkraut. Vor dem Magen. Ja. Ich weiß, aber ich mag es nur auf dem Laufband. Zum Glück habe ich kein Date heute, weil du pust ohne Ende mit dieser Dinge. Sorry. Story of my on my way life. Sag mal, was hast du mit der Polizei gemacht? Das lenkt mal ja. Sollte ich das sagen? Hallo, wenn nicht hier, ist verjährt. Das ist verjährt. Ja, ich sage dir, ganz einfach. Ich war in Ibiza und bin gegangen mit meiner Freundin unterwegs. Und jetzt sag. Bin ich gefahren. Mit Alkohol? Nein. Ah, okay. Ich habe keinen Führerschein gehabt. Normalerweise konnte fahren ich nur Automatik. Ups! Und ich bin gefahren Mechanik. Oh! Und das Auto hat sich nicht bewegt. Es war so ein, weißt du, so Berg, ein Berg. Ja. Und dieses Auto ist nicht nach oben gegangen. Ich war nach hinten. Oh mein Gott! Ich war nach hinten. Und die haben dich angehalten. Jupp, und sind gekommen die Polizei. Oh. Und zum Glück, das war die Ibiza. Und das war so hässliche, alte Auto. Achso, ich dachte, die Polizisten sind. So, dass die Polizisten sind gekommen. Die haben gesagt, naja, das ist dieses Hippie-Auto von meiner Tante. Und die haben angefangen zu lachen, sind weggegangen. Ich sag, Ibiza, oh I love you. Gott, okay, da hast du aber so richtig Glück gehabt. Wow. Ich ein Glück. Würdest du es heute nochmal machen? Nein. Nee, niemals. 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 Okay. Nie wieder. Mega, haben wir was richtig schöne Story hier gehabt. wir haben jetzt einen Schlusssprint und wenn wir das fertig haben, ist vorbei. Okay. Jetzt wird's aber nochmal richtig hart. Ja. Je schneller du antwortest, desto schneller bist du fix und fertig. Ja. Fick und fertig oder fertig richtig? Fick und fertig. Ah, okay. Ganz. Und zwar voll. Ja. Bist du bereit? Ja. Okay. Locken oder glattes Haar? Glatt, locker. Live oder Aufzeichnung? Live. Pool oder Meer? Meer. Was macht die Liebe? Liebe geht so gut. I love you. I love you. Banane oder Ananas? Oh, ich liebe beides. Banane, beides. Banane? Beides. Ah, Atomenergie oder Windkraft? Windkraft. Hahaha, ach nee, Havanna. Entschuldigung. Havanna oder Hamburger Hafen? Oh mein Gott, die sind gemein, beides. Geht nicht. Havanna im Winter, Hamburger im Sommer. Okay. Magst du Lakritze? Nein. Ich hasse Lakritze. Ich auch. Ewiger Student oder ewig langer Laufsteg? Walkschicka, walkschicka. Walkschicka, walk. Fürchtest du dich vor Gewitter? Nein. Putzt du deine Schuhe nach dem Tragen? Ja. Klingt Soße und Soße für dich gleich? Nein. Was jetzt, hä? Soße ist nicht die gleiche Soße. Komm auf, woher die Soße kommt. Ich habe mir Sorgen, das erste Stück nicht. Lieber früh oder Spätsport? Früher. Sauer oder bitter? Sauer. Klopf auf Holz oder Salz über die Schulter? Salz. Frühlings- oder lieber Sommerrollen? Frühling? Du hast geschafft! Wow! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen deprimiert, weil er nicht nur schöner läuft als ich auf dem Laufband, sondern er versteht sogar besser Deutsch als ich. Oh Gott.
Muchas gracias. Oder also, gracias? Das war der Schnelle. Es ist schon vorbei. Oh, mein Gott. Ah! Oh Gott, das ist so wahnsinnig. Es ist vorbei, du hast geschafft. Ich wollte mich noch bei dir bedanken. Hast du den Zuschauern noch irgendwas zu sagen? Oh, außer nicht mit dem Führerschein ans Steuer. Muss ich wieder hoch? Naja. So, chicas y chicos. Hier ist Jorge Alexis González Madrigal. Ich rede hier von der Republik. Mehr Liebe. Ja. Mehr Liebe. Ja. A mehr Liebe. Das ist der ein Rest Wort. Ist kack. Richtig. Das sind meine Worte. Danke, es hat mir so viel Spaß gemacht. Genau. Ich hoffe dir auch. Das Gute ist, Tschüss. Keiner muss zweimal kommen, deswegen ist ganz gut. Adios. Adios. Amigos. Das war's von Señor González. Und der nächste Gast wird auch für glückliche Gesichter sorgen, da bin ich mir sicher. Ihr seid neugierig, das solltet ihr auch sein. Abonniert einfach den SWR Schlager Channel auf Instagram, auf YouTube und auf Facebook. Bleibt immer auf dem Laufenden. Das Wortspiel ist echt der Renner eigentlich. Jetzt habe ich einen Lauf. Ja gut, ich höre auf. Also, tschö bitte.